Hallo meine lieben Thermi-Freunde, heute möchte ich mit euch mal eine Jägersoße kochen. Wir lieben die Jägersoße, sie wird bei uns alle 2 Wochen bestimmt mal gemacht. Und zwar gibt es bei mir heute Jägerschnitzel, ich brate mir Schnitzel in der Pfanne an und gebe dann die fertige Soße dazu. Dann haben wir wunderbare Jägerschnitzel. Wo sie auch wahnsinnig gut schmeckt, ist wenn man zum Beispiel Rigatoni kocht, die in eine Auflaufform gibt. Die Soße drüber, ein bisschen Käse drauf und in den Backofen schiebt, dann hat man Rigatoni al Forno. Also wir lieben die Soße und ich sage, wir fangen jetzt mal an. Wir brauchen auch ganz wenig Zutaten. Der Thermi kocht alleine, die Küche bleibt sauber. Wir fangen gleich mal an und geben 2 Zwiebeln in den Mixtopf. Die Zwiebeln werden verkleinert, wie immer 3 Sekunden. Auf der Stufe 5. Wir schieben die Zwiebel nach unten. Jetzt werden die Zwiebel angedünstet mit 80 Gramm Butter. Wir stellen unseren Thermi 3 Minuten auf Varoma und die Stufe 1. So, die Zwiebeln sind schön angeschwitzt. Der Butter ist schön zerlaufen. Nun kommen dazu 400 Gramm Champignons. Die großen habe ich jetzt geviertelt, die kleinen habe ich bloß halbiert. Ihr könnt aber auch Scheiben schneiden, wie ihr wollt. Wie gesagt, 400 Gramm Champignons und 20 Gramm Tomatenmark. Das geben wir jetzt dazu. Und das Ganze kochen wir jetzt und zwar 10 Minuten auf 100 Grad. Unbedingt den Linkslauf drücken, dass die Champignons ganz bleiben und zwar auf der Sanftrührstufe. Wir drehen unseren Regler nur einmal ganz kurz, bis der Kochlöffel da ist und in 10 Minuten, da sehen wir uns dann wieder. So. Jetzt möchte ich es euch mal zeigen, wie es aussieht. Die Pilze sind schön ganz geblieben, dank dem Linkslauf natürlich. Jetzt geben wir dazu 30 Gramm Mehl. Wir dicken das Ganze jetzt 2 Minuten , 100 Grad, natürlich wieder den Linkslauf und die Sanftrührstufe. Wir dicken jetzt die Champignon an und dann ja, sehen wir uns wieder. Jetzt ist es schön angedickt, wie man sieht. Es brutzelt. Jetzt kommen schon die letzten Zutaten dazu. Und zwar 250 Gramm Wasser, 200 Gramm Sahne, 1,5 Esslöffel Pizzagewürz. Ich habe mir schon alles wieder zurechtgestellt. Das gebe ich jetzt dazu. Und das Ganze
damit unsere Champignons schön weich werden, werden jetzt 30 Minuten auf 100 Grad. Natürlich wieder unseren Linkslauf und die Sanftrührstufe. Einmal kurz, bis der Kochlöffel kommt. Den Messbecher lassen wir jetzt weg. Und in 30 Minuten ist unsere Soße fertig. Da zeige ich es euch, wie ich es jetzt über meine Schnitzel gebe. Bis dahin, tschüss! So, unsere Soße ist fertig. Ich zeige sie euch mal, wie es aussieht. Das gebe ich jetzt auf meine Schnitzel. Seht ihr das? Die Pilze sind schön ganz geblieben. Lecker, 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 lecker. Jetzt zum Schluss kommt noch dazu ein Esslöffel Sojasauce, etwas Salz und Pfeffer. Ich habe mir das schon wieder hergerichtet. Gebe das dazu. Rühre mir das ein bisschen unter. Und unser Mittagessen ist auch schon fertig. Ihr könnt dazu Nudeln servieren, Knödel, egal was ihr wollt. Ich mache jetzt noch die böhmischen Knödel dazu. Da natürlich die Kamera auch wieder mitläuft. Dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, eure Thermimanu.